Stand 5. Fortfahren. Mission beginnen. Wir verwenden von Lebensstern ein Malus auf die Missionsbewertung. Okay. Was auch immer. Ich war vor Jahren hier, als ich ein Kind war. Ich habe die ganze Fabrik unentdeckt erkundet. Ich konnte einen Dämon unter der Fabrik spüren. Der Succubus, ein uraltes Wesen. Wir glauben, dass er die Quelle der psychotropen Zutat ist. Damit können sie uns kontrollieren. Willkommen, Besucher der Virility-Fabrik. Dank seiner Geheimzutat ist Virility das beliebteste Erfrischungsgetränk auf der Welt. Und es wurde bewiesen, dass es bei täglichem Konsum das Abnehmen um 21% erleichtert und die Leistung im Bett um 63% erhöht. Hört ihr das an? Glauben die Leute so einen Schwachsinn wirklich? Wenn man etwas oft genug zu hören kriegt, glaubt man es meist. Man sagte, ich wäre wahnsinnig, weil ich Dämonen sehe. Ja, wir wollten sie auch weismachen, ich gehöre in die Klapse. Sie wollten mir Drogen geben, haben behauptet, das würde helfen. Sie haben gelogen. Sie wollten mich nur schwach und gefügig machen. Wie hast du die Wahrheit herausgefunden? Virgil hat mich aus den Albträumen geholt. Und du? Wenn die Leute, denen du vertrauen sollst, sich als grausame, kindermordende Dämonen herausstellen, öffnen sich deine Augen für das Böse um uns herum. Ich habe mich widersetzt, zurückgeschlagen, getötet, egal was es gekostet hat, zugegeben. Manchmal hat es viel gekostet. Und nach all der Wut, dem Schmerz und der Gewalt muss man in sich gehen. Tief ins eigene Herz und sehen, ob man noch man selbst ist. Sich fragen, ist man noch immer ein Mensch? Okay. Im Inneren wusste ich einfach, dass ich nicht spinne. Ich mag diesen Witz dieses Spiels. Hier, werte Damen und Herren, verbinden sich die magischen Zutaten, um den einzigartigen Geschmack von Virility zu erschaffen. Der Succubus ist tief in der Fabrik versteckt, doch man kann ihn nicht einfach so aus unserer Welt erreichen. Nur aus dem Limbus. Drin gibt's einen Spalt. Keine Sorge, unsere vertrauenswürdigen und ehrenhaften Wissenschaftler sind der Meinung, dass unser Getränk sicher und vorteilhaft ist. Ich kann jetzt nur laufen. Ich kann nicht springen, ich kann nicht ausweichen. Hier geht's lang, glaube ich. Du hast gesagt, du warst hier schon mal. Ja, aber das ist viele Jahre her. Ich befand mich außerhalb meines Körpers. Du bist als Geist herumgeflogen. Ja, im Limbus. Virgil sagt, ich könnte so gut spionieren, aber ich kann es nicht kontrolliert auslösen. Also, was hast du damals gemacht? Die Albträume wurden durch ein intensives psychisches Trauma verursacht. Was sind die Albträume? Vorbei, das sind sie. Gute Antwort. Ich kann nicht glauben, dass hier nichts anderes sonst so sein soll. So ein Riesengebiet. Aber gut, ich kann ja auch irgendwie nichts machen. Ja. Dann schätze ich, befürchte ich, dass ich auf dem Rückweg noch gut was machen muss. Ich glaube nicht, dass man so ein Riesengebiet einfach einbaut, ohne das dann großartig zu nutzen. Aber das wird sich zeigen. Und noch ein bisschen erkunden. Hier hätte man auch durchgehen können. Und ich möchte irgendwelche Aktionen durchführen. Durchführen. Ich kann nur die Kamera hinter mich stellen. Das war's dann. Naja, dann muss ich halt weiterlaufen.
Hier lagern sie die ganzen Waren für den Export. Schon komisch. Was? Ich habe erwartet, dass es größer wäre. Viel größer. Aber natürlich war ich nur ein Kind, als ich hier war. Und im Limbus. Warum warst du hier? Um den Albträumen zu entkommen. Im Limbus wolltest du deinen Albträumen entkommen. Ja. Man geht freiwillig in den Limbus, um seinen Albträumen zu entkommen. Sehr widersprüchlich. Sobald du im Limbus bist, musst du nur deinen Schritten zurück zur Mixanlage folgen. Sollte kein Problem sein. Vielleicht, aber die Dämonen können dich möglicherweise wahrnehmen, wenn du im Limbus bist. Also pass auf. Und wenn ich die Mixanlage erreicht habe? Kannst du tief in die Fabrik hinabsteigen. Und mir einen Succubus töten. Das wird gar nicht schön, wenn ich in einem Succubus bin. Das weiß ich doch jetzt schon. Okay, hier ist er. In Ordnung, ich treffe dich auf der anderen Seite. Oha. Lagen die das Zeug jetzt im Limbus? Oder wie soll ich das verstehen? Hier unten! Ah, gut. Du hast recht. Hier im Limbus ist es größer. Was jetzt? Zurück zur Mixanlage. Wir treffen uns dort. So fett und dumm wie nie, trink Virility. Jo, dann muss ich mal schauen. Ich weiß leider gerade nicht, was. Was ist stupid hier? Stupid ist dumm. Poison! Oh. Da. Minimieren wir dieses Geräusch mal da draußen. Ich glaube, ich muss jetzt nicht aufgenommen haben, wie mein Vater draußen vor der Tür saugt. Wo warst du? Kann ich jetzt hier die Kleinen wieder abschießen? Komm mal schön her. Das ist mein Lieblingsmove irgendwie. Ah, da ist eine Seele. Da komme ich eventuell aber gerade nicht mehr dran, oder? Mal kurz schauen. Nein. Wo war's? Da war's. Ja. Und schön hier hoch. Springen, angreifen. Und erlöst. Was kann ich denn hier alles machen? Ich meine, das sieht so aus, als ob ich mehrere Wege hier hoch habe.